hier nichts. Diese Tür. Jetzt habe ich aber keine Schlüssel mehr. Und der nächste Hinweis. Alles klar. Ist hier noch ein Schlüssel? Nee. Wie lange hängen die Heringe hier wohl? Und ein Quietschhähnchen. Seit heute kreisen ständig Krähen um der Towers. Teilweise ist es draußen kaum auszuhalten wegen den Lärm, den sie machen. Ich finde das so geil mit dem Berliner Slang. Seit heute kreisen hier ständig Krähen ums Haus. Alles klar, Keule. Okay, wir haben keine Schlüssel mehr. Er sagte, es kreisen Krähen ums Haus. Hat das vielleicht irgendwas zu bedeuten? Alter! Boah! Okay! Die Vita! Blitze gucken! Wow! Krähen, hier, die Vogelscheuche! Die können wir mal angucken! Ich lade mal die Batterien nach. Alter! Ist das laut? Ui, schön wie taghell das wird. Oh. Das war mal ein Baum. Okay, wir haben keinen Schlüssel mehr. Immer noch verschlossen? Wow. Schön. Na Kumpel, wie sieht's aus? Gott, er guckt mir nicht hinterher. Das ist schön. Da. Also von den Soundeffekten her muss ich schon mal sagen, top. Ein Gewitter, ich mag eigentlich ganz gerne Gewitter. Na, guckt er jetzt mal irgendwie anders? Na, guckt er wieder zu der alten hin, wa? Hübsche Frau, hier, da ist ein Typ. Der guckt so die ganze Zeit unauffällig zu ihnen hin. Oder zu dir. Uiuiui. Die Gitarre. Wo sind die Frösche hin? Ist mir jetzt erst aufgefallen. Wo sind die Frösche hin? Na, vielleicht sind sie. Okay. Gut, der Blitz hat wahrscheinlich die Lampen zerschossen. Nein, geil. Jetzt brauchen wir die ganzen Batterien.
Nein, natürlich. Oh, klasse. Eine Katze? Warum ist da eine Katze? Oh. Entschuldigt. Oh. Na, Clowny. Oh. Entschuldigt, dass die Katze da jetzt so auf mich zugerannt kommt. Da konnte ich jetzt nicht mitrechnen. Oh, wie ist denn die hier reingekommen? Okay. Hey, toll, erster Jumpscare. Oh. Okay, ganz ruhig. Geht der Fernseher eigentlich noch? Okay. Toll, jetzt denke ich mir gerade, letztes Mal nicht so viele Batterien verballert. Gut. Wir haben da jetzt eine Katze gehabt, die da sehr fix auf uns zugerannt kam. Ist immer noch verschlossen. Zimmer. Ich spare mir mal so ein bisschen Akku. Und ihr wollt ja eigentlich auch was sehen, ne? Boah, wo ist die Katze? Die drehe ich gleich raus. Das hier jetzt endlich mal auf. Ja, okay. Toll, so viele Korridore. Eine verschlossene Tür. Oh Gott. Hey, Batterien. Ja, noch habe ich keine Not. Holster. Ach, und eine neue Schüssel. Cool. Stimmt ja, ich kann ja die hier Kerzen anmachen jetzt. Ist auch nicht viel. Überall müssen diese scheiß Standuhren stehen, ne? Und haben wir wieder einen Schuh. Weit oben, ne? Okay. Okay. Nein. Nö. Ja, auch nicht.
Okay. Gut, die Türen gehen auch nicht auf. Gut. Yay, jetzt weiß ich, wofür die ganzen Streichhölzer da sind. Die ganzen Batterien, aber egal. Irgendwo muss es hier ja noch eine verschlossene Tür geben. Ich glaube, die hier war es, ne? Nee. Quatsch, die. Das war die unten. Tü-lü-lü. Da, immer noch zu. Wir haben noch ein verblöd. Schüssel. Und der wieder hin. Hey Clowny, wie läuft's? Ah hier, du hast ja Streichhölzer, ne? Genau, so. Ah ne, das war ja die Vorratskammer mit... So, ich habe ja bereits 10. Batterien nehme ich wohl noch mit. Hier war glaube ich nichts, ne? Doch, hier war noch was. Schlossen. Passender Schlüssel. Okay. Ich glaube, den nächsten Hinweis, den werden wir noch finden und danach mache ich erstmal ein kleines Aufnahmepäuschen. Das ist ein bisschen blöd, dass die Türen auch automatisch wieder zugehen. So kann ich mir nicht merken, wo ich schon war und wo noch nicht. Ah, da. Oh. Ich hasse Ratten. Und der nächste Schlüssel. Quietschen hier immer noch rum, die blöden Viecher. Geschlossen. Quietsch. Die Ratten immer noch. Komisch. Sind die jetzt hin? Da? Sind die vielleicht noch umgerannt? Bitte lass mich den nächsten Hinweis finden. Och, Mann, oh. Ich will nicht mehr. Habe ich vorher nicht gesagt, irgendwie sind mir das hier zu wenig Jumpscares? Ich revidiere diese Aussage wieder. Ich habe mich gerade halben Meter höher geschissen. Okay, los geht's. Die alte Klauenpuppe macht Linda von Tag zu Tag mehr Angst. Sie traut sich kaum an ihr vorbeizugehen. Die alte Clownpuppe, ja. Clowns sind ohnehin scheißen gruselig.
Alles klar. Liebe Leutchen, ich mache an dieser Stelle wirklich mal eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns in der neuen Aufnahmesession wieder und ja, bis dahin. Traumhaften Tag noch. Ciao, ciao. Euer Gary. Tschüss.